Wir sind uns einig, im Ergebnis schön saufen macht den Sozen keiner was vor. Doch auch bei Grünen und Linken floss der Alkohol in Strömen. Kein Wunder, dass unser Reporter Lutz van der Horst sich das nicht entgehen lassen wollte. Hallo Olli, ich bin heute auf einer Ü30-Party in Düsseldorf. Ü30 deshalb, weil die SPD endlich nochmal über 30% kommen will. Tja, ein launiger Gag zum Einstieg. So muss Kabarett sein. Und ich gehe jetzt mal feiern. Das finde ich super. Bodenständiges Essen für die Sozis. Aber wo ist denn das richtige Buffet für die Journalisten? Das ist hier, das Buffet. Ich bin vom ZDF. Ja. Ach so. Mehr haben wir nicht. Die SPD 5. Wie sagt Jürgen Rüttgers immer, alles Rote muss weg. Prost. Ja, ich bin gerade bei den Linken. Die sind ja überraschend in den NRW-Landtag eingezogen. Ist natürlich ein bisschen doof, weil jetzt müssen sie arbeiten. Sind Sie nicht auch ein bisschen enttäuscht, was das Ergebnis angeht? Früher hat Ihre Partei ja immerhin um die 99% bekommen. Aber das war ja nicht unsere Partei, das war die Vorläuferorganisation. Ja, Riesenerfolg für die Grünen. Schade ist natürlich, dass es wieder nicht für eine Koalition mit der FDP reicht.